So, hier haben wir jetzt mal eine Cosina CS1. Ist natürlich ein manuelles, analoges Teilchen. Hat schon ein paar Jahrzehnte auf dem Puckel. Hier kann man die Belichtungs- oder Verschlusszeit, die Verschlusszeit einstellen. Auslöser. Spannen. Und dann hört man das Klack. Man muss sie auf On stellen, weil die hat schon Elektronik, auch wenn man es kaum glauben mag. Die ASA-Zahl wird hier eingestellt. Da hebt man den kleinen Ring hier an und dann kann man das einstellen. Ich habe jetzt hier ASA 200 Kodak Goldfilme. Der kommt dann auch gleich rein. So, wir haben jetzt hier ein Cosinon Auto MC. Das heißt, das ist vergütet. 2,8, 35 mm Bajonettverschluss. Und natürlich wieder stellen. Klackert. So, dieses Schätzchen hat natürlich nicht nur dieses eine Objektiv, so eine wunderbare Linse, ein 70-210, 3,5, also es ist recht lichtstark für so eine Linse. Kann man nicht anders sagen. Hat natürlich was mit Makroeinstellung. So, jetzt ist natürlich, wenn man die Kamera benutzen will, das ist dann doch ein bisschen einfacher mit dem anderen kleineren Objektiv, weil das ist natürlich ein schweres Teil, ein schweres Glas. Und wir gucken dann jetzt mal, wir machen auf. Hier hinten kann man dann so sehen, ist ein Stoffvorhang. Also keine Metalllamellen. Ist aber egal. Wir pusten aber nicht hier drauf, sondern wirklich nur den Staub von hier mal weg. So, nur ganz vorsichtig. Wenn man die lange nicht benutzt hat, sollte man das schon mal machen. Jetzt kommen wir zum Film einlegen. Ich habe hier, wie gesagt, Kodak Gold 200. Das heißt, wir müssen natürlich darauf achten, dass hier die ASA-Zahl eingestellt worden ist, oder die DIN, je nachdem. Und das ist sehr wichtig, damit die Filme mit der bestmöglichen Auflösung hinterher wiederkommen. Dazu nehmen wir den Film raus. Die Plastikkappen behalten wir, weil damit schickt man den Film hinterher zum zusätzlichen Schutz nochmal ein. Legt man den Film hier rein. Man muss darauf achten, dass der hier in die Zahnrädchen reingeht. Hier. Das ist nämlich der Weitertransport. Wer sich nicht sicher ist am Anfang, kann ruhig einmal auslösen und dann
können wir jetzt hier zumachen. Danach müssen wir noch mindestens zweimal auslösen. Das wird dann hier auch angezeigt in der Kamera. Hier. Jetzt dürfte schon das erste Foto gemacht werden können. Das war's jetzt hierbei schon. Jetzt guckt man hier natürlich durch den Sucher. Hier. Und sieht dann, ich glaube in dieser Ecke war's, welche Blende man eingestellt hat, beziehungsweise, nee, das sieht man nicht, welche Verschlusszeit man hat. Ne? Ja, man sieht, welche Verschlusszeit man hat. Ich habe jetzt 15 eingestellt. Das sehe ich dann hier in der Ecke. Das ist eine Sicherheit, damit man, wenn man die Situation, die Lichtsituation sich ändert, dann weiß man beim Gucken, welche Verschlusszeit ich habe. Ich brauche da nicht die Kamera runternehmen, drauf gucken, sondern das sehe ich im Sucher. Aber diese Kamera hat hier eine Besonderheit. Und zwar, wenn ich jetzt hier schlechtes Licht habe, muss ich ja normalerweise runterdrehen oder offenblendig machen, je nachdem, wie ich das will. Klar, Entfernung und so weiter einstellen, scharf stellen ist sowieso logisch. Aber das Schwierigste für Laien oder Anfänger sind natürlich Blende und die Verschlusszeit. Bei dieser Kamera ist es jetzt wunderbar. Die hat so einen Aufsatz. Der kommt dann hier oben drauf. Wird festgeschraubt. Klar, man kann jetzt kein... Wird das hier drauf gemacht? So, jetzt sieht man hier die Zahlenskala. Wir haben von 8 bis 1000 Verschlusszeit und stecken dann das Kabel hier vorne rein. Wenn ich die dann jetzt hier anmache, kann man jetzt vielleicht so. Ich habe jetzt hier 500, weil ich voll ins Licht reingehalten habe. Und wenn ich den Knopf ein bisschen runterdrehe, stellt er die Verschlusszeit automatisch ein. Und wir haben jetzt 125. Da wäre ich jetzt vielleicht nicht drauf gekommen. Ich hätte vielleicht ein 60. gemacht, aber wir haben gesehen, die Kamera hat uns dabei geholfen. Das ist wirklich praktisch, wenn man nicht ganz so viel Ahnung hat mit Verschluss, Blendeneinstellungen und so weiter. Scharfstellen, das kann man gerade noch. Das geht hier über zwei Lamellen. Wenn die Bildmitte übereinstimmt, das dauert natürlich ein bisschen und man muss auch gute Augen haben. Wenn das übereinstimmt, dann ist das kein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wie gesagt, es ist natürlich hier in der Mitte, wird so eine kleine runde Lamelle, die ist ein bisschen versetzt dann, wenn es unscharf ist. Und je schärfer es wird, dann ist das absolut identisch in dieser kleinen Anzeige. Und dann kann man auch sicher sein, dass man losschießen kann. Das sind jetzt hier die kleinen Besonderheiten über diese Kamera. Ein 3,5er, nee, gut, das ist ein 2,8, so, das ist ein 2,8, 35 mm. Das ist jetzt ein normal gutes Objektiv. Es ist schon recht ordentlich. Klar, ein 1,8er wäre jetzt noch besser, 1,4er, klar, logisch. Aber wenn man damit rausgeht und Fotos macht, kann man durchaus
von Blende 2.8 auf 8 oder 11 gehen und dann drückt man die Verschlusszeit hier. Also die Kamera macht sehr viel Spaß, hat alles, was man braucht, macht erstklassige Fotos, natürlich eine andere Qualität als die heutigen Digitalkameras, also eine Vollformatkamera. Wobei Vollformatkameras, das klingt so, als wenn das extrem viel wäre. In Wirklichkeit ist eine Vollformatkamera eigentlich, haben die gerade das Kleinbildniveau erreicht. Also es ist nicht mehr, klar, mehr Möglichkeiten, aber im Endeffekt, du kannst aus diesem Film hier das Gleiche machen, was du auch mit der digitalen machen kannst. Du kannst die Fotos so groß und so stark auf Papier bringen und vergrößern. Und man kann sie auch digitalisieren. Und im Gegensatz dazu braucht man sich keine Sorgen um die Aufbewahrung eigentlich machen, weil selbst wenn du nichts tust, kannst du die Negative noch in 70 Jahren auch benutzen. Die werden zwar ein bisschen anders sein, ein kleines bisschen verblasst vielleicht durch die falsche Lagerung, aber es ist etwas anderes, als wenn du deine Festplatte 70 Jahre liegen lässt und dann versuchst, die anzukriegen. Wird wahrscheinlich nicht unbedingt sofort funktionieren. Die Kamera hier war damals bestimmt eine Innovation durch den Aufsatz und hat den Fotografen garantiert manch gutes Bild verschafft, wo er vielleicht die falsche Verschlusszeit gewählt hätte oder er hätte immer nur offenblendig fotografiert, damit er wirklich möglichst viel Licht hat, außer wenn er draußen ist, dann kann man ein bisschen mehr rumspielen. Aber ansonsten im dunklen Räumen oder so. Und natürlich kann man, wenn man das Teil wieder abnimmt, ganz normal ein Blitzlicht draufsetzen. Ich muss natürlich jedes Mal den Hahn spannen, zum nächsten Bild transportieren. Aber das sind alles Kleinigkeiten, die machen halt Spaß. Das Schöne ist mit so einer Kamera, da muss man noch ein bisschen überlegen, was fotografiere ich? Weil du hast nur 36 Aufnahmen. Es ist jetzt kein so teures Vergnügen mehr wie damals. Filmentwicklung mit ein paar kleineren Fotos kostet so von 3 bis 10 Euro, je nachdem, wo du die abgibst. Also es ist heute genauso möglich wie damals, nur damals war es eigentlich teurer. Also ich meine mich zu erinnern, dass wir mindestens für die Filmentwicklung schon lockere 4 D-Mark oder so bezahlt haben, so 3,95 oder so. Und dann kamen natürlich noch die Papierabzüge dazu. Je nachdem, welche Größe man genommen hat, lagst du da zwischen 30 und 40 Pfennig pro Bild, logisch. Und heute kriegst du 10x15 Filmentwicklung bei DM und Rossmann so um die 3 Euro. Das heißt, du gibst den Film ab, der wird entwickelt, dann kannst du Papierabzüge dazu bekommen und zahlst 3 Euro insgesamt. Es ist nicht so teuer und wenn du dann die Fotos auf CD haben möchtest, machen die das auch. Da gibt es eine kleine Besonderheit, die nehmen jetzt nicht die höchste Scan-Auflösung, die es gibt, aber es gibt auch Spezialfirmen, da kannst du dann, das habe ich letztens noch, ein Negativ 48 MB oder so, also die scannen das dann mit der höchsten Feinart-Präzision ein, die es wohl im Moment gibt. Mehr weiß ich nicht, dass es das gibt. Normalerweise wird so mit 3000 dpi oder so gescannt und das reicht aus, aber ich kann ja genauso gut das Negativ nehmen, zum Fotolabor gehen und sagen, mach mir das auf 2x5 Meter. Das gibt's heute genauso wie damals auch. Also die Spezialisten sind heute genau wie damals da. Es ist im Endeffekt auch nicht viel teurer.
als eine digitale Geschichte. Und warum nicht? Es macht Spaß und man hat noch was Ehrliches in der Hand und ein Foto ist ein ehrliches Foto, weil da ist nichts dran bearbeitet. In der Regel gibst du das Foto, den Film ab und bekommst die Fotos wieder und musst damit leben und kannst nicht sagen, ach, ich fotografiere den Scheiß mal, wenn es nichts ist, bearbeite ich das in Photoshop. Wenn du kein eigenes Fotolabor hast und das nicht kannst, dann kannst du hier nichts dran bearbeiten und nicht sagen, ich mache das Scheißbild dann eben ein bisschen besser oder so. Belichtung und Pipapo, das regle ich sofort am Photoshop erstmal nach und dann ist das Foto wieder schön. Alles hier nicht so möglich, so einfach. Hier musst du dir im Vorhinein von Anfang an klar sein, was mache ich für ein Foto, wie ist die Bildgestaltung drin. Mal eben sowas wegschneiden, kann man am Papier machen, aber das Papier wird dann kleiner und nicht der Ausschnitt vergrößert. All das sind so ein paar Kleinigkeiten. Trotz allem, analoge Fotografie ist heute wieder in Mode. Und damit kann man, wenn man möchte, durchaus schöne Fotos machen.